Die Liste mit US-Bürgern, denen die Einreise nach Russland künftig untersagt ist, wurde um einige Namen erweitert. Die Sanktionen sind eine Reaktion auf die von den USA verhängten Einreisesperren, die seit dem Krieg in der Ukraine ausgesprochen wurden. Das Außenministerium in Moskau veröffentlichte nun eine aktualisierte Liste mit knapp 1000 US-Bürgern. Neben weiteren prominenten US-Bürgern fällt eines auf. Unter ihnen werden drei tote US-Senatoren aufgelistet. Die Senatoren John McCain, Harry M. Reid und Orrin G. Hatch waren alle schon in den vergangenen 4 Jahren verstorben. Und dennoch werden sie auf der Sanktionsliste Russlands aufgeführt. Auffällig ist zudem, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump in der Liste nicht zu finden ist. Als einziges Mitglied seiner Regierung steht der ehemalige Außenminister Mike Pompeo auf der Liste. Enthalten sind auch die Namen von US-Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken sowie der Meta-Chef Mark Zuckerberg.